24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Gruppe A. Nach einer kleinen Aufwärmphase konnte Dustin Schöne seiner Favoritenrolle gerecht werden und 4 Hechte bis zu 110 cm Länge in die Wertung bringen. Immerhin 3 Ü-70er Hechte konnte der Belgier Landry Rosens von Fish Explorer fangen und liegt damit auf Platz 2. Henrik Haag aus dem Sunline-Team gelang es nicht nur, einen 45er Barsch zu fangen, er legte auch noch einen Zander nach und hat als einziger schon 2 Fischarten. Hearty Rice-Team-Angler Dirk Ostrowski ist mit einem kleinen Barsch Vierter. Der Niederländer Jelle de Jong von Berkeley und der Österreicher Johannes Höfner haben bislang noch keinen Fisch in der Wertung. Bei Henrik steht ein Spotwechsel an. So, Ziel, was wir hier am Spot machen wollten, haben wir erreicht, oder ich erreicht. Schon mal meinen Zander sozusagen weggefangen, jetzt fahren wir auf die andere Flussseite. Da erhoffen wir uns vielleicht auch nochmal einen Zander. Barsche sollen auch sehr, sehr gut gehen. Und ja, deswegen räume ich einmal alles zusammen und sehen wir uns wahrscheinlich gleich an der nächsten Stelle wieder. Boah. Eieiei. Ja, gut von Henrik. Jetzt geht's weiter. Hat nicht sollen sein mit dem Barsch. Jetzt angeln wir Hecht. Mein Freund. We are fishing for Zander now. Perch and Zander. So I will take two type of lure. Finesse tip. It's the coffee bleak pintail. And second type of lure. It's a shad. I will take some color like that with me. I will put it in my pocket and we are going fishing. And now it's time to change this scratch. This is the pike. Pike is now close because I have 3. Not so big, but it's okay. My target is down. Now I will put the zander because we will try to catch a zander. So ein neuer Spot und hoffentlich auch neues Glück. Schauen wir mal. Weiter geht's wieder. Zumindest hilft der Wind bei der Wurf weiter. Fuck! Scheiße! Direkt einen ultra harten Biss bekommen. Ultra hart angeschlagen. Hauptschnur gerissen. Das ist das Problem. Ich hau immer zu doll an, habe ich das Gefühl. Dings liegt da. Spinnerbait. Brauche noch einen Trailerhook. Und zwar sind die überall ausverkauft. Warum auch immer. Vielleicht liegt es daran, dass wir das immer so promoten. Aber ich war im Fauna und da ist der gute Ronny. Und der hat mir noch welche aus seinem Privatbestand gegeben. Danke, Ronny. Die werde ich jetzt nutzen. Ich würde einen größeren lieber nehmen, aber besser als keinen. Lieber klein als kein Trailerhook. Oh, warte mal, ich habe hier noch einen großen Trailerhook drauf. Und montiert, einen Köder. Dann nehme ich den noch gleich. Mach hier rein, Trailer auch mit rein. Weiter geht's. Ärgerlich, vor allem für den Fisch, aber weiter geht's. Hey guys, I don't do anything bad. I'm just for fishing. Relax, relax. I'm just for fishing. Stop it. It's walk the dog action, huh?
Mal sehen, ob der maßig ist. Gucken wir mal. 28. Ja, kleiner Racker hier. Hat auch schon mal einen abgekriegt. Ja, 28er Barsch. Bringt Punkte. Sehr schön. Der geht jetzt zurück. Ein kleiner Barsch, doch es ist ein weiterer Wertungsfisch, der am Ende wichtig sein könnte. Henrik liegt nun keine 10 Punkte mehr von Platz 2 entfernt. Smoking Dead, 2,5 Inch, am Chica Rig, durchs Kraut gezubbelt und da kam auch direkt der Biss. Und wenn die Wellen jetzt weg sind, werde ich gleich dran weiter versuchen, um noch einen zu fangen. So, das wird jetzt hier mein letzter Wurf. Ich würde zwar hier noch gern bleiben, weil ich bin mir sicher, dass ich hier noch einen großen Hecht fangen würde. Aber wichtiger ist, jetzt einen Zander oder einen Barsch zu fangen, auch wenn die Zander anscheinend überhaupt nicht gehen. Egal. Wir müssen es versuchen. Man kann hier echt zufrieden sein. Die 270er hätte ich gerne noch rausgeschmissen, weil ich auch zwei große Fische dran habe, einen Meter verloren habe noch und einen wirklich besseren dann nochmal abgerissen habe leider. Aber ich bin trotzdem insgesamt sehr zufrieden und wir melden uns vom nächsten Spot. Bis gleich. Dass den Tausch das Hecht-Tackle nun also gegen Zander-Equipment. Genau das hat Jelle auch gerade getan. Zumindest steht er nun nicht mehr am Polder, sondern mit Zander-Kombo am Fluss. First bite. Well, guys. We just switched spots. We went to the river. Straight away I had my first bite. I missed it. But now there's a big cruise ship coming in. And I think he's gonna put the boat exactly on the spot where I wanted to fish. So we have to leave. Maybe I can do one more cast, but I think we have to search for another spot. Good fish on the mat. That's a relief. Okay, put some water over the measure board. Make it wet. First nice zander. I caught it on the Berkeley Sick Flanker. 10 centimeters. It's actually a quite nice zander. Let's check how big she is. 57 centimeters. Caught on the Berkeley Sick Flanker. Nice zander. Nice hard strike. We need more of those. Finally, first fish is in. Let's go for the next one. Na also, nachdem das Hechtangeln für Jelle nicht von Erfolg gekrönt war, funktioniert das Zanderangeln sofort. Einen Fehlbiss muss er beklagen, doch der zweite sitzt. Schöner 57er, der ihm 74,1 Punkte und den vierten Platz bringt. So, jetzt hat Jelle auch den ersten Fisch gefangen. Congrats, man. 57er Zander und ich glaube, wir werden jetzt hier auch gleich zur nächsten Stelle, weil der Wind doch schon doll ist und wir haben noch ein paar andere Spots, wo ich noch auf jeden Fall was fischen wollte.
Der ist hier 5 Meter weiter und ja, deswegen, wir gehen aber zum Auto. The Berkeley Sick Flanker saves me again. It's a real good bait, man. For Zander, Perch, Pike, everything. This is a 10 cm version. There's some power bait in it. Really attractive. Let's try to catch another one. I found the edge. I tried to fish on the edge, but the wind blew my bait in the shore again and again. And the first good cast was directly a strike, so let's try to get another one. I put the net out better. Already. So it won't hurt me like it did with the last fish. So, nicht auf Hecht, sondern auf Barsch und Zander. Meine Nace One dabei. Und das Schöne bei unserer Nace One ist, hier kommt man safe mit zum Spot. Rutenbänder sind nämlich dabei und diese Rodzock ist auch inkludiert. Also wenn man sich diese Rute kauft, kommt es auf jeden Fall mit Rutenbändern, 2 Stück und einer Rodzock. Aber jetzt wichtiger, einen Fisch zu fangen. Ich halte jetzt, der Spot ist nicht so ergiebig, aber man kann immer mal einen Zander und einen Barsch fangen. Wenn ich hier jetzt nichts kriege innerhalb von einer halben Stunde, würde ich wechseln nochmal und zur Walfahrt nur auf Zander gehen, all in. Weil mein Ziel war es heute 4 Hechte zu fangen, 1 Zander. Dafür brauche ich noch einen Zander und das probieren wir jetzt die restlichen 3,5 Stunden. Also jetzt sind genau 5 Stunden Angelzeit vorbei. Ja. Es ging eigentlich so weiter, so wie es angefangen hat. Also ich tue mir sehr schwer heute, aber soll keine Ausrede sein. Das ist auch ein bisschen dem Wind geschuldet, weil ich einige Spots leider nicht fischen kann. Wobei die Spots, die ich aktuell befische oder vorher befischt habe, die brachten immer Fische. Das habe ich hier, glaube ich, vorher auch schon erwähnt. Also so ganz verstehe ich es nicht, aber ich bleibe dran. Auch wenn das Positivbleiben langsam ein bisschen schwerfällt. Aber es ist immer noch Zeit und ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ich werde wieder eine etwas grellere Farbe fischen. Mit etwas schwereren Jigkopf, weil der Wind doch seitlich, jetzt ein bisschen seitlich daherkommt und auch die Strömung zugenommen hat. Aber es geht grundsätzlich zu fischen hier. Der neue Storm Boomshed. Vielleicht steht hier irgendwo ein Barsch. Ah, fuck! Ja, jetzt hatte ich einen Biss. 3-4 Sprünge später irgendein Dreck dran, aber die Fische sind da. Es gibt schon mal ein bisschen Mut. Ja, sieht nach Barsch aus, um ehrlich zu sein. Aber schon mal ein gutes Zeichen. Hoffentlich kommt da jetzt einer. Ja, Fisch, 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 Fisch. Ja. Ja, endlich! Eine richtig schwere Geburt. Perfekt, so 35er Barsch schätze ich. Messen wir ihn schnell mit dem neuen Storm Boomshed. Bin sehr froh, dass es funktioniert hat. Maul ist zu, Flosse auch. 38, oder? Geht über 37,5 drüber. Der erlösende Fisch hoffentlich. Oh. Ah. Ich bin wirklich erleichtert, auch wenn es nur ein Barsch ist. Aber ich habe sehr gekämpft und sehr viel gehadert und ja, weitermachen, vielleicht kommt ja noch einer. Habt doch einmal angeschrieben. Wenn die Trainingsspots im Turnier nicht funktionieren und du als Einziger noch keinen Fisch hast, steigt natürlich der Druck. Insofern ist die Erleichterung hier mehr als nachvollziehbar. Johannes zieht mit dem 38er Barsch an Dirk und Jelle vorbei und ist jetzt Vierter. Auch bei Dirk, der nun auf Hecht fischt, hat es zu regnen begonnen. Herrlichstes Wetter, sieht man.
Es gießt gerade, kommt gerade ein richtig fetter Schauer. Ich versuche jetzt irgendwie einen Hecht zu fangen. Jetzt gerade kam die Fangmeldung von Johannes, der hat seinen ersten Fisch gefangen, 38er Barsch. Super, 10 cm mehr als meiner, größer als meiner und das heißt auch gleichzeitig 20 Punkte mehr, ne? Weil er ja doppelt zählt. Ja, ich muss zusehen, dass ich jetzt wenigstens noch einen Fisch in die Wertung bekomme. I'm gonna change the bait. There's a deep edge going here. I fished on top of the edge, a little bit of left to the edge. That's where I catch the fish. There must be more zenders around. I'm just gonna change it to a V-tail. I'm gonna change it to a Berkeley Sick Vamper. That bait delivered so much zenders. Hopefully it will deliver here as well. I'm just gonna try to fish a little bit deeper. So I was fishing with a 14 gram jig head. I'm now gonna change to a 21 gram jig head. There's a lot of wind going on, so the curve in my line is too big. I tried it with a 21 and just jig it a little bit faster. Yeah, let's see what happens. I got them in different colors. I had the fish in this color. I just changed to another color, just check it out if this one works as well. I have to attach the stinger a little bit better. The rust I'm using for the fishing for the zenders is the Spike Pro series or the Spike X series. The Spike Pro series is specially designed for the fish with spikes, the word says it all. So all fish with spikes, perch, zender, there's a whole series from Spike Pro, from Spike X, all series of rods in this. You got hard bait rods, Carolina rigging rods, you got jigging rods. Just check them out. They're really, really nice fishing for zenders and perch. Ja, Angeln ist ja irgendwie meine Gefühlssache. Und den Spot, auch wenn ich einen Biss hatte, fühle ich irgendwie gerade nicht so. Deswegen werde ich jetzt noch 2, 3, 4, 5 Würfe machen und dann abhauen. Windig ist es. Ja, es ist echt krass. Also jetzt kommt da gleich wieder auch so eine echt dunkle Wolke. Deswegen stehen wir jetzt hier unter so einem kleinen Vordach. Und ja, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen, oder ich gucke noch mal ein bisschen jetzt hier, ob wir noch mal vielleicht einen Barsch oder noch mal einen Zander irgendwie kriegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir gleich zu meinem ersten Hechtspot fahren werden. Und die restliche Zeit versuchen, dort noch ein Hecht zu fangen. Da ist es dann auch nicht mehr so schlimm wegen dem Wind, wegen Köderkontrolle und so. Und genau, deswegen, ja, ein paar Würfe machen wir auf jeden Fall aber noch. I think it's 40, yes. I changed my strategy for perch fishing with shatter bait and it's cool. It works, look. It's a beautiful perch. Nice one. It's 40. Der Zielfisch und der damit verbundene Köderwechsel zahlt sich für Landry sofort aus. Der Multi-Wipe bringt ihm 80 wertvolle Punkte, die zweite Fischart und auch wieder in Schlagdistanz zum Tabellenführer Dustin, der an seiner zweiten Zanderstelle angelangt ist und dort vor einem kleinen Problem steht. Jungs und Mädels, große Katastrophe. Team Chaos ist wieder am Start. Was fehlt? Ich habe meinen Rucksack mit Ködern, ich habe meine Routen, aber was fehlt ist der Kescher. Den habe ich am letzten Spot liegen lassen und wir sind jetzt eine halbe Stunde hierher gefahren.
Und das Problem ist, wenn wir nur an der Buna angeln würden, würde ich sagen, okay, ich lande den per Hand. Aber wir wollten jetzt an eine Spundwand gehen, die echt hoch ist. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es euch gleich sagen. Für das Highlight des Monats gibt es neben dem Kauf auf hechtundbarsch.de bald eine zusätzliche Lösung. Jetzt schon deine Mailadresse eintragen und alle News erhalten. Das Luredrop-Abo auf luredrop.de, in Kürze verfügbar. So, jetzt sind wir hier dem Regen entkommen, hoffentlich. Oh, schon weit geworfen. Regen schon mal entkommen. Jetzt sind wir hier an den Hechtspots, die ich mir rausgesucht hatte. Den haben wir jetzt hier tatsächlich einmal spontan angehalten. Hier war gar nicht geplant zu fischen. Aber die Stelle kennt man. deswegen jetzt versuchen wir, Hecht irgendwie zu fangen. Ich benutze jetzt einmal den Original Kaishin von Neuke. Ein bisschen hier in der schockigen Farbe Fire Tiger. Und flüge jetzt hier mal so ein bisschen den Polder durch und hoffentlich haben die Hechte Bock. Und ich kann hier schnell ein, zwei Fische nochmal für die Wertung rausholen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Mir gefällt das auch, dass wir jetzt heute nicht so Sonne haben. Das mag ich für Polderangeln sehr gerne, wenn wir so bewölkt haben, weil es ist einfach ja auch nicht tiefes Wasser und die Fische haben dann halt auch irgendwie, ja, sind dann vielleicht nicht so scheu wie bei dieser extremen Sonne im Prinzip. Ja, Fisch! Yes! Guter Fisch! Ich muss noch einen Kescher holen, den habe ich leider dahin vergessen. Fuck, shit, Mann, der wäre so wichtig gewesen, Ja, das wäre ein schöner 40er Barsch gewesen. Wahrscheinlich über 40. Ja, naja, weitermachen, hilft eh nichts. Schade, war wirklich ein schöner Barsch und dachte eigentlich, dass der ziemlich gut sitzt, aber irgendwie konnte er sich dann auf der Oberfläche doch losschütteln. Ich bin da mit dem Kescher nicht ordentlich hingekommen. Ja. Eigenverschulden. Und ja, passt gut dazu, weil. Aber ja, jetzt weiß ich wenigstens, ich habe zwei Kontakte gehabt, einen davon gefangen, den anderen verloren. Und vielleicht kommt ja jetzt noch was. Meistens stehen ja Barsche doch nicht alleine herum. Johannes hofft auf eine weitere Chance. Währenddessen kommt die Unwetterfront langsam auch bei Jelle an. It's so difficult at the moment. The wind's blowing really hard. There's some really bad weather coming in as well. So I think we have to put on the rain suit in a couple of minutes.
I just switched to a twitch jig on a sneak minnow and a snap jig in front of it. And I twitch it in really hard so it goes to the left to the right. Maybe that will work. Boah! Kriegen wir hier auf die Schnute? Boah! Junge! Oh. Während Dirk im Regen um einen Hecht kämpft, hat Dustin eine Entscheidung bezüglich seines Kescher-Problems getroffen. Das Problem mit meinem Kescher muss ich gleich mal gucken. Ich werde jetzt erstmal hier an der Buhne anfangen, wo ich eigentlich nicht angeln würde. Aber was soll man machen? Bleibt nicht viel anders übrig, als das jetzt hier zu machen, weil hier komme ich mit der Hand dran, hier kann ich die Hand landen. Da hinten bin ich mir nicht so sicher. Da ist eine große Spundwand. Egal. Mad Max. Vielleicht können wir da einen Zander oder einen schönen Barsch twitchen. Und als zweite Route montiere ich mir noch ein bisschen eine Zanderroute mit mehr Rückgrat, weil wir hier im Fluss viel Strömung haben und ich den Zander schnell drillen möchte. Deswegen nehme ich jetzt bis 45 Gramm. Man muss sagen, unsere Routen, die Nace One, fallen eh immer ein bisschen, also sie können immer ein bisschen mehr werfen als angegeben, beziehungsweise bei den Casting-Routen deutlich mehr. Ja, werde ich loslegen und gucken, wie ich mir noch irgendwie einen Kescher organisieren kann. Ob ein Kumpel hier in der Nähe ist, der hier angelt und ich dann einfach da bei ihm vorbeifahre oder so. Ich werde jetzt gleich auch mal telefonieren und gucken, was da geht. Aber jetzt wünscht mir erstmal Glück, dass ich hier meinen Zander fange, obwohl ich hier im Training nicht einen Fisch hatte. An dem Spot, ein bisschen weiter drunter, hatte ich was. Au, au, au. Kleine Echtflöte, aber sie bringen Punkte. Immerhin, immerhin. Den bringen wir jetzt auch schnell wieder. Au, das, hör auf, das gibt nochmal blutige Finger. Und tschüss. Und ich habe Pike Knuckles. Und einmal der Übeltäter. Original Kaishin. Als Trailer einmal den D-Style Bruno Shedtail und jetzt wundert ihr euch vielleicht, Mensch, warum hat er denn den Köder falsch rum aufgezogen? Das hat nämlich den Sinn, dass wenn der sozusagen der Tail nach unten zeigt, wie man ihn normal anködert, arbeitet die Aktion des Gummiköders gegen das Blade. Sprich, der Gummiköder hinten, der macht nicht mehr arg viel, sondern der schleudert einfach nur durch die Gegend rum. Dreht man den aber um, bekommt ihr wirklich die volle Aktion des Köders und der macht richtig noch Schläge von links nach rechts. Sprich, wenn die Action-Köder als Chatterbait-Trailer benutzt, macht den immer falsch rum. Also man nennt das Tail Up sozusagen. Und das ist mega geil, weil man dann halt dazu sozusagen nochmal eine wesentlich bessere Aktion des ganzen Köders bekommt. Deswegen nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Ich muss weiter angeln. Vielleicht kommt jetzt nochmal ein größerer Hecht, der mir noch ein paar mehr Punkte bringt, aber schon mal den Hecht abgehakt, das ist schon mal ganz gut. Und ja, weiter geht's. Hendrik ist der erste Angler mit drei Fischarten. Jelle hat sich unterdessen auf den Regenguss vorbereitet. Okay, guys, we are right in front of the rain now. We just put our rain clothes on, but look at there. The rain front is coming really close, and in a couple of minutes we will be soaked. But we are keep on going, we're fishing. We need another big fish,
Just one more would be good. A couple more would be better, but one more would be really good. And then we have another day tomorrow. So cross your fingers for us, guys. And let's catch a big one. In the rain. Hätte ich mir vielleicht eine Regenjacke mitgenommen. Soll helfen, habe ich gehört. Ei, ei, ei. Also, ich bin nicht immer so. Nur beim Angeln. Uah. Nix hier. Kein Vertrauen. Ich gehe jetzt zum guten Spot und gucke, ob ich da irgendwo rankomme, um die Fische mit der Hand zu landen. Also, da war ich auch sehr optimistisch. Erstmal muss natürlich ein Fisch beißen. Bei dem Wetter, so ein Wetterwechsel ist. Unglaublicher Wind jetzt, Regen. Naja, ein Zander. Der muss kommen jetzt. We change the spot for another Sonderspot. The wind is very, very high. It is very complicated for fishing, Sonder. So I will try here. Maybe I can touch one, maybe two. I begin with strategy for Sonder in the Pierussi spot. I don't catch Sonder because it's very complicated with the wind. So I put this lure. It's a shutter bait from LMAB. Behind I put a soft bait. It's from Monkey Lures. It's a Curly Louis. And the combo is very nice. So it's a good size for perch and pike. And I use that for perch, and I take 40 perch, so it's perfect. Now, please, one Sonder, and I am very happy for this day. So let's go. Yeah, 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 yeah. Ach echt. Oh, der ist nicht einmal. Und zu klein noch dazu. Ah, vielleicht hat er das Maß. Ich dachte schon, es ist ein schöner Barsch. Aber da, es ist ein Riesenhecht. Wieder ein Boomshed. Naja. So. 49 Zentimeter. Ein Riesenhecht. Ja. Der Barsch vorher wäre mir lieber gewesen, aber besser als gar nichts. Hauptsache Fisch beißt endlich. Wieder ein Erfolg. Endlich mal wieder. Ja, ich glaube, ich kann ihn ablegen. Der Rasen ist nass. Vorne nicht an. Warte. 74, ne? Ja. Oh, tschüss. Okay. Boah. Die nächsten Hechte gehen aufs Board. Erst holt sich Johannes die zweite Fischart und dann gelingt das auch Dirk, der mit einem 74er von Platz 6 auf 4 klettert. Also, da vorne ist das Polder zu Ende. Das waren noch 30 Meter. Zum Glück bin ich noch weitergelaufen. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet.
Aber ja, ich bin natürlich umso froher, dass es noch geklappt hat und ich diesen Fisch jetzt noch in die Wertung bekommen habe. Der Übeltäter, den hat er gewollt, den habe ich jetzt auch die ganze Zeit gefischt. Das ist ja Spinnerbait von Berkeley, Purple Ray Farbe ist das. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar, die ist von LMIB, von Hecht und Barsch. Und ganz normal mit einem roten Gummifisch drauf, einen kleinen. Ich habe extra einen kleinen gewählt, weil auf den Spinnerbaits, ich habe halt hier gerade im Turnier, ich habe halt immer so ein bisschen Bedenken, dass es sonst einen Fehlbiss gibt. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Also wenn er ihn haben will, dann ist es auch, glaube ich, egal, ob so groß. Der wirkt ja sowieso für den Hecht wesentlich größer durch das Rotieren der Blätter dieser Köder als, ich sag mal, ein schlichter Gummifisch, den man jetzt durchziehen würde. Ne? Der macht ja hier eine ganz andere Silhouette. Deswegen habe ich den gewählt. Aber ich werde jetzt gleich auch noch mal was anderes testen. Und mal gucken, ob wir noch irgendwie was anderes dran kriegen. Okay, I fish soft baits all the time because there was a lot of wind, and now we are sheltered a little bit, and on this spot it's possible to fish with crankbaits. So I wanted to show you our new lipless crankbait. It's called the Ripper, the Berkley Dex Ripper. It's a lipless crankbait. You got them in two different sizes, and the good thing about this crankbait compared to other lipless crankbaits is that this one is going straight through the water. It's going like this compared to other ones who are doing this. The lipless crankbait, the Dex Ripper, Berkley Dex Ripper. Let's give it a try. There are loud rattles in it, so they're not reacting good, so let's try to wake them up. Ich kann mal so einen kleinen Swimbait ranmachen, aber der, dadurch, dass er eine Tauchschaufel dran hat, läuft der einen Ticken zu flach und oder zu tief, und dadurch fängt er halt so viel Kraut. Das macht ja nicht so viel Sinn. Deswegen jetzt, was mein eigentlicher Plan von war, jetzt einmal den Weg nochmal mit Spinnerbait fischen. Da macht man ein bisschen mehr Strecke, hat auch nicht Druck. Fische können den Spinnerbait halt sehr gut lokalisieren. Oh. Wenn du Spinnerbait da hinwerfst, aber er da hinten landet. Scheiß Wind, ey. Oh Mann. Yes! Yes! Fuck ja! Yeah. Oh, da ist er ab! Der Mad Max! Oh! Oi. Und gar kein kleiner Twitchbait! Yes! 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 Ah, hier ist so windig! Oh, ein wunderschöner Barsch! Schlank! Nass ist das Measureboard noch! Ja, 42, wunderschöner Barsch, zum Köder ziehe ich euch gleich was. Ich lasse den Fisch aber erstmal wieder frei, dass er nicht unnötig lang hier am Ufer ist. Dustin nimmt Kurs auf die Zwischenrunde. Die zweite Fischart, dazu in einer super Größe, fehlt eigentlich nur noch ein Zander und eine Antwort für uns, wo er so plötzlich einen Kescher herbekommen hat. Unser Mad Max hat's geregelt, Gott sei Dank, eine Waffe auf Barsch. Viele würden den gar nicht auf Barsch fischen, 11 cm. Aber ich liebe den. Super geil. Teflon-coated BKK-Hooks, Haken. 42 cm, die waren wichtig. Yes! Hä? Ein Tennisball. Wie viele Punkte bringt der? So. Weiter geht's zum nächsten Spot. Mal schauen, ob das auch der letzte Spot ist. Ich weiß nicht recht, wie sich das mit dem Wind verhält dort jetzt gerade. Aber hier tat sich jetzt nichts mehr. Und am anderen Platz hatte ich doch einige schöne Barsche in letzter Zeit.
Und auf die hoffe ich, dass die immer noch da sind. Oder wieder da sind oder ja. Egal, Hauptsache sie beißen. Gehen wir. Viel Bisse, ey. Die habe ich heute echt häufiger. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich noch einen 50er Zander fange, wie viele Punkte ich dann hätte. Aber einen 50er Zander musst du erst mal fangen. Fisch! Full Card. Vielleicht. Vielleicht hat er nicht Maß. Mal gucken. Oh. Wichtig. Aber die Zander beißen, ist schon mal gut. Gucken, ob der Maß hat. Sich den Predator in 3,5 Inch weggezimmert. Ist aber zu klein, glaube ich. Gucken wir mal. 47. 47er Zander. Natürlich nicht das, was ich wollte, aber Maß. Und damit am ersten Tag die Full Cut. Oh, ist das schön. Predator, 3,5 Inch. Ja, Full Cut! Hauptsache, dem Fisch geht's gut, ne? Ob mein Arsch nachher blau ist, auch egal. Ups, da. Weg ist er. Yes! Yes, yes, yes! Wie gut kann es eigentlich laufen? Ich meine, das ist ein kleiner Zander, den werde ich hoffentlich noch upgraden. Aber ich habe erstmal meine Full Card und ein ganz echt, ganz passables Ergebnis. Ich glaube, ich habe so 470, 460 Punkte und das kann ich auch noch verbessern. Ich bin schon mal happy. Und jetzt fällt eine richtige Last ab. Oh. Full Card für Dustin und was für eine. Auch wenn der Zander wahrlich kein großer ist, bringt er Dustin einen neuen Punkterekord. 491,1 Punkte am ersten Tag, das hat beim Ufer YPC vorher noch niemand geschafft. Gucken wir mal, ob er den Rekord nach 2 Tagen auch noch brechen kann. Anders als Dustin braucht Johannes seinen Zander noch. Also wir sind jetzt wieder an den Spot zurückgekommen, wo wir am Vormittag schon waren. Die Fließrichtung des Flusses geht jetzt in die andere Richtung. Mal sehen, vielleicht wirbelt das die Futterfische auf. ja, keine Ahnung, ich habe da, wie gesagt, gute Fische gefangen in der Vorbereitung, in den gesamten Fluss hier. Und darum habe ich da Vertrauen drin, auch wenn es am Vormittag nicht ging. Aber das kann es ja nicht sein, dass es jeden Tag geht, außer heute, wo es drauf ankommt. Aber zur Not wechseln wir noch einmal den Spot. Wenn es sich noch ausgeht, das schauen wir dann, oder schauen wir jetzt, wie, ob Bisse kommen oder nicht. Aber jetzt wird mal ordentlich der Boden abgetastet und hoffentlich auch Fisch gefangen. Ja, ich bin jetzt an der nächsten Stelle hier. Ich versuche es doch tatsächlich jetzt in der letzten Stunde, die jetzt angebrochen ist, nochmal auf Barsch. Beziehungsweise ich angle jetzt Jigspinner, da kann ja immer mal auch eine Hecht oder noch ein Zander einsteigen. Bin jetzt hier an einer eigentlich ziemlich bekannten Stelle. Ja, Hecht angeln gerade. Einer ist zum Glück noch bei rumgesprungen, von der Größe her. Auch, ja, ich sag mal so ein durchschnittlicher okay mit 74 cm. Bin ich auch froh drum, weil ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Trotzdem ziemlich zäh. Poll, da muss ich sagen, ja, ich habe das, oder wir haben sogar das Gefühl gehabt, dass da vorher wahrscheinlich schon öfter welche lang gelaufen sind. Ja, und das ist halt auch nicht so ein breites Ding gewesen. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass da schon welche abgeangelt haben. Aber ja gut, der eine Hecht ist geblieben und jetzt muss ich halt gucken, was jetzt hier noch bei rumkommt. Ich hoffe einfach, dass ich noch einen Barsch fange. Und ansonsten wird es halt ganz schwierig. Das steht jetzt schon fest. Musik.
Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 Euro UVP, 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YBC und das für nur 99,95 Euro plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Oh, fuck. Das war ein Biss. Ganz weird beim Anheben, aber Köder runtergerissen. Hat sich ein bisschen wie Barsch angefühlt. Die sind ja auch hier, haben wir gerade gesehen. Die letzte Stunde ist angebrochen. Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis, aber Zander muss auf jeden Fall verbessert werden. Und das werde ich jetzt noch eine Stunde versuchen. Ich glaube, ich werde gleich mal auf einen größeren Köder wechseln und noch ein bisschen mit Hardbaits angeln. Und das wird so mein Plan für die nächste Stunde sein. Und morgen werde ich, glaube ich, wenn ich es schaffe, heute einen größeren Zander zu fangen, all in für Topwater gehen. Mal gucken, da habe ich nämlich eigentlich einen ganz guten Spot. Kennt ihr alle. Da war ich schon mit Patrick Marable im Halbfinale und der lief im Training wirklich sehr gut. Ja, also eine Stunde, wünscht mir Glück, da kommt hoffentlich noch einer. Again, it's not the good choice, but it's impossible here to fish for zander. There is too lot of wind, and there is the stream, the wind, the boat. So I cannot fish for zander. So I just try to catch a perch with a spinner jig, and I catch this one. Sturdy. It's very bad weather. It's cold now. I changed my strategy just now to put a spin tail. It's from LMAB. And yes, I caught a perch. It's not bad, 30. But yeah, I think for today it's finished for zander. It's too difficult. Landry guckt fast etwas enttäuscht, doch sein Plan geht auf. Da ihm das Zanderangeln bei dem Wind überhaupt nicht zusagt, holt er sich den nächsten Barsch und damit den fünften Wertungsfisch. Jetzt fehlt nur noch der Zander zur Full Card. Oh, einen richtig harten Biss gehabt im Flachen. Ich glaube, das war ein größerer Fisch. Eieiei. Guckt euch das an. Köder weg. Gesnackt.
Naja, vielleicht kommt ja noch ein großer. Ja, ich habe gesagt, letzte Stunde werde ich ein bisschen größer gehen, 5 Inch. Und dann nochmal einen flachen Twitchbait fischen. 5 Inch einfach einleiern, reinwerfen und leicht einleiern. Hier ist ein Krautfeld. Mal sehen, vielleicht kriege ich damit noch einen größeren Zander oder vielleicht hiermit auch einen Barsch. Gucken wir mal. Sehr, sehr happy mit dem Ergebnis bis jetzt. So richtig praktisch ist es nicht, wenn man mit 30 Angeln und einem Kescher rumrennen muss. Übrigens Kescher. Ein Homie war von mir in der Nähe, Gott sei Dank, und hat den noch vorbeigebracht. Mein Glück, 2 Fische eingekeschert. Also es sind jetzt die letzten 10 Minuten. Ein paar Würfe gehen sich noch aus. Werde jetzt noch ein bisschen die Spitze vorne abfischen. Und ja, vielleicht gibt es ja noch einen Biss auf die letzten paar Minuten. Aber das mit dem Barsch habe ich noch immer nicht ganz verdaut, weil wie gesagt, bei so wenig Kontakte ist jeder Fisch sehr wichtig und der wäre wie gesagt sehr groß gewesen. Das nagt an mir. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 3-mal erwähnt. Aber gut, weitermachen und vielleicht geht ja noch was. Fisch. Ah, ich glaube, der ist nicht größer. Auf dem 5-Inch Predator gewechselt. Noch einen Zander gefangen, aber naja, vielleicht ein bisschen. Kurz vor Schluss aber nochmal ein Fisch, das ist doch schön. Optimal ist das nicht, aber ist okay. So, über 0,5 heißt 49. Kleiner, schöner 49er Zander. Mit dem mache ich auch nicht so lange rum. Der darf zurück. Ein kleines Upgrade. Und ciao. Oh, sehr gut. Mini-Upgrade, aber besser als nichts. Einen Wurf schaffe ich bestimmt noch, bevor die Zeit vorbei ist. Ah, das Wetter ist auch echt nicht schön, muss man sagen. You know what? I had a cool day, but the weather conditions killed me. Oh, totally wet. The wind is blowing my line everywhere. It was so, so really tough to fish today. But we had fun. That's the thing about fishing. And maybe on day 2 we will catch more fish. I think so. Follow us and we go for it. I have 5 fish in total. It's not bad. For the day, it's not bad. I am not the first this year on the first day. Dustin do a great job, so congratulations. So go to the shower now with hot water because it's very, very cold. See you in the next episode. Bye. Das war der letzte Wurf. Leider kein Fisch mehr gebracht, aber ich bin zufrieden. Ich werde jetzt am nächsten Tag, am nächsten Wettkampftag, erstmal Topwater machen und danach probieren, den Zander zu verbessern. Der hat natürlich noch das größte Verbesserungspotenzial. Aber erstmal bin ich sehr happy. Ich rechne gleich mal zusammen, wie viele Punkte ich habe. Aber ich glaube, ich habe mehr Punkte, als ich letztes Jahr hatte in der ersten Gruppenphase, als ich weitergekommen bin. Der Unterschied ist aber, dass man dieses Jahr 30 Topwater-Punkte mit einbringen kann. Bedeutet, dass das alles noch nicht so richtig safe ist. Aber ich bin trotzdem happy. Beim nächsten Wettkampftag gehen wir wieder Gas. Ich bin eigentlich nicht zufrieden, weil der Plan eben gar nicht aufgegangen ist. Und ja, der Nachmittag war gar nicht so schlecht, weil in letzter Zeit hatte ich am Nachmittag relativ wenig Fische. Die meisten kamen doch am Vormittag. Aber ja, wenn du den dann vercasherst oder nicht casherst, dann hast du halt auch ein Problem. Und einige Punkte weniger. Aber so ist es. Mal schauen, was der zweite Tag bringt. Ich muss mich mal vorbereiten, morgen noch für den zweiten Tag eben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Petri. Ist natürlich alles andere als gut gelaufen für mich.
eher richtig schlecht. Jetzt war gestern natürlich das Gewitter, heute der Sturm. Ich wusste nicht, wie die Fische sich verhalten. Ich habe gehofft, dass sie trotzdem dort stehen geblieben sind oder weiterhin zu fangen sind. Aber das war natürlich nicht der Fall. Aber ich habe mir halt gesagt, ich ziehe den Plan durch. Ist egal, was passiert. Ist nicht gut gelaufen, dafür für die anderen teilweise schon sehr gut gelaufen. Das sind natürlich wieder mal überragend, richtig abgeräumt. Jetzt haben wir einen Tag Pause. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie es weitergeht. Aber es muss weitergehen. Es ist immer so im Leben. Es geht immer weiter. Wird hart. Wird schwierig. Aber unmöglich ist es natürlich nicht. Drückt mir die Daumen in der nächsten Runde bitte. Oder am nächsten, nicht in der nächsten Runde, sondern am nächsten Tag. Dass das irgendwie noch sich zum Positiven wendet. Bis dann. Es war ein sehr, sehr geiler Tag. Meine Pläne haben soweit, glaube ich, ganz gut funktioniert. Hecht hätte ein bisschen besser sein können. Aber da habe ich morgen auch noch mal auf jeden Fall zwei Gewässer, die ich auf jeden Fall auch noch mal beackern werde. Und deshalb, ja, hoffentlich euch hat der erste Tag sehr gut gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns an Tag 2, würde ich sagen. Tschüss. Unterschiedliche Resultate und dementsprechend auch gemischtes Feedback zum ersten Angeltag in Gruppe A. Dustin sollte mit seiner Full Card die Zwischenrunde erreichen, wenn nichts Verrücktes mehr passiert. Landry mit 3 Hechten und 2 Barschen und Henrik mit 2 Barschen, einem Hecht und einem Zander haben ebenfalls eine ordentliche Ausgangsposition. Dirk und Johannes haben immerhin je 2 Fischarten und auch Jelle sollte man noch nicht abschreiben, denn er hat den größten Zander der Gruppe fangen können und sowohl das Hecht als auch das Barschangeln lief in dieser Gruppe bisher deutlich besser. Wer die Zwischenrunde erreicht, seht ihr allerdings erst in 3 Wochen, denn die beiden kommenden Sonntage zeigen wir euch den ersten Angeltag der Gruppe B, in der Herbert Ziereis, Frederik Julien, Markus von Euw, Luis Mendez, Christopher Jung und Sami Muhib um Hechte, Barsche und Zander kämpfen werden. Wir freuen uns über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch, wenn ihr euch in unserer YPC-Kategorie in unserem Online-Shop nach fängigem Tackle umschaut. Ciao!